Radio 1. Immer gut für eine Überraschung. Hallo, ich bin Ina Gerke und ich spiele heute Abend hier in der Märchenhütte Dornröschen. Hallo, ich bin die Karsta. Wir spielen den ganzen Winter Märchen, Märchen rund um die Uhr von morgens um 10 bis nach Mitternacht, frühs für Kinder und abends nur für Erwachsene. Hallo, ich bin Gerald und ich bin heute hier vor der Märchenhütte. Die habe ich ganz alleine für mich und meine Freunde und Bekannten, Familie und so weiter gewonnen. Ja, also ich freue mich ganz besonders heute Abend, weil die Märchenhütte einfach toll ist. Ich war vorgestern mit meiner Frau schon zweimal hier und das war beide Male ganz, ganz toll. Ansonsten sind Märchen natürlich, wenn man drei Kinder hat, insgesamt so doch schon ein ganz wichtiger Bestandteil. Also zu Märchen habe ich sowieso eine enge Beziehung. Gerald hat den Hauptgewinn gezogen beim Radio und hat seine 99 Freunde mitgebracht. Aber wenn sie alle zugucken, dann ist das doch peinlich. Ja. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind. Die Königstochter soll sich an ihrem 15. Lebensjahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Ja! Mein ältester Bruder kann malen, mein zweiter kann auf seinem Esel reiten. Und was soll ich mit einer Katze anfangen? Liebhaben? Ich habe mal kurze Frage, sagt mir, ihr lieben Leute. Wem gehört denn hier die Wiese? Dem Herrn Grafen! Am besten hat mir gefallen das zweite Stück, der gestiefelte Kater. Und da wurde halt viel Witz gemacht. Die Märchenhütte wollte ich eigentlich immer schon mal sehen. Und das war ein hervorragendes Stück jetzt kurz vor der Weihnachtszeit. Ich bin nicht zum ersten Mal da, wobei ich die Stücke zum ersten Mal gesehen habe. Und es ist ganz, ganz toll, wie immer. Also ich bin das erste Mal hier und ich finde es überragend. Ich bin glücklich, vor allen Dingen dem Gerald, dem ich das zu verdanken habe. Ich fürchte, dass ich jetzt für meine Freunde und Kollegen der Märchenonkel sein werde. Das wird mir jetzt wohl noch eine ganze Weile anhängen bei allen möglichen Treffen und so weiter. Aber damit kann ich gut leben.